Hier kannst du hoch. Ah, warte mal. Jetzt musst du das nach... Ach so. Rechts ziehen. Kann sich da festhangen, also jetzt siehst du. Problem ist nur, da hinten ist ein anderer. Den musst du wahrscheinlich herziehen. Achso, ja. Der geht nicht zurück. Oder? Nee, der bleibt stehen. Gut. Ja. Also du musst ziehen. Also nee, du musst nicht. Muss ich drücken. Und wieder Erster. Geräusche erinnern mich an Star Wars. Alter, das geht ja ab hier. Boah. Was ist jetzt? Boah. Oh geil, jetzt ist Achterbahn. Rollercoaster, kein cool. Soll ich auch mal durchklappen? Es geht eigentlich, wie so gut vom Laufen. Oh, ich warte schon eine Stunde hier. Ja, auf dich warten. Wollen wir gar nicht erzählen. Oh. Kann denn das so nervig sein? Ohne das Buch wäre es richtig geil. Das Buch hält einfach nur auf und diese Moralapostel, das will doch keiner hören. You mean relationship with a P? No, relation shit, as in shit, like caca. You need to rebuild your relationship into a relationship. Okay, Mr. Yeah, our relationship's already collapsed, remember? When something collapses, something new can be built. And then the attraction can grow freely, you know? Oh, no. Oh, yes! Let's break it, baby! Come on! Und wieder Erster. Boah. Alter, was geht hier ab? Boah. Alter.
Wo ging's hin? Irgendwo rein. Tot. Ja, komplett Game Over. I feel like crap. No, your attraction has grown stronger. Look. See? Now use your growing attraction to get to the top of the mountain. Ah. Ah, wir müssen das immer nutzen, wenn wir irgendwas kaputt machen wollen. Kaputt! I bet my magnet can pull yours in too. Our magnets can pull us closer. Ah, nee, du musst jetzt hier darüber. Nie gecheckt. Und dann kann ich mich damit zu dir ziehen. I can really feel this magnet pulling towards you. Oh, thanks for the piggyback. Oh, warte mal. Einer muss auf die andere Seite. I can really feel the magnetic force to you. Und? Okay. 3, 2, 1, Action! Boom! Angedockt. Storm is coming. Yeah. We should stay close to each other. Ja, macht das Teil was nicht, ne? Klar, du hättest dich anziehen können, aber... Peter, davor brauchst du das auch nicht mehr machen. Hier, drück mal. Geht das bei dir nicht? Ja, wenn wir das jetzt benutzen müssen. Ach so, weil Gegensätze nur. Du musst... Genau. Wobei, mich zieht's ja nur weg. Boah, keine Chance. Doch, du hältst dich dafür fest. Achso. Nächstes Mal bin ich dran. Ah, ja, mir fest. Ja, ist doch gut. Wir nehmen das. Ich hab gedacht, wir schaffen es. Ups. Nächste direkt. Ja, ich hab's. Haha, genatzt, das Spiel genatzt. Also andere schaffe ich nicht. Das ist das letzte hier, glaube ich. Ja. Ja. Ah, hier müssen wir rein. Da oben ist eins. Ah, hier ist noch einer. Eins. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Meiner zieht's nicht. Also nur zum Festhalten bestimmt. Hätten wir oben bleiben können. Ja. Schau mal vor uns, der Leuchtturm. Oh. Nein, wieso lässt denn der los? Der hört gar nicht mehr auf. Bist du wieder hinter dieser Wand, oder? Du musst das auf die andere Seite so machen, glaube ich. Ach so, oder so, ja, stimmt. Da ist dann Holz und das bremst nicht mehr so krass. Ja. Push.
Ich hab's. Dumm ist es. Oh nein. Ist da was? Nee. Hä, wieso hat er das nicht gemacht wieder? Warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Boah. Ja, ich lass mich mal matchen, dann brauchen wir nicht nochmal da hinten hoch. Warte, vielleicht gibt's noch einen Weg. Leicht. Nee, wir rutschen immer wieder drüber weg. Vielleicht muss man doch hier hinten hoch. Willkommen, ja. Ah nee, das ist dasselbe. Oder muss einer die eine Seite nehmen? Bleib du mal hier. Ah, dann müssen wir wieder komplett da durchhalten irgendwie. Aber ich weiß nicht, was das... Ach so, dann bleiben wir vielleicht da hängen. Das ist Windschutz. 3, 2, 1, Action! Ja. Oh nein, jetzt sind die weg. Untergrund. Leuchtturm sind wir jetzt. Da waren wir ja vorhin schon, Leuchtturm, Gipfel des Berges. Ach so, ja, stimmt. Gipfel des Berges. Aber wenn das so weitergeht, also was heißt so weitergeht, dann fehlen es noch zwei Zettel. Ja. Also schon noch ein Stück Arbeit hier. Oh, da müssen wir nochmal ran. Beim Neuen haben wir es. Freitag Walheim oder was? Ja. Weiß aber noch nicht wann, weil wenn wir zu Ikea fahren, kommt es ja darauf an, wann wir zurückkommen und dann Abendessen. Ich habe Frühdienst und am nächsten Tag Spätdienst. Also könnte jetzt nicht die ganze Nacht, vielleicht so bis um 2 oder so. Also wenn es zu spät wird, dann macht es ja auch keinen Sinn. Zumal wir eigentlich nur noch diese Rune finden müssen. Ja, wir haben jetzt mal sehr lange auf euch gewartet. Paddy und ich. Keine Ahnung, warum ihr so mega spät erst kam. 3-4 Stunden oder sowas. Ich hatte gesagt, wann? Und dann hieß es ja abends. Und dann um 9 irgendwann hieß es mal, ja okay, wir sind online. Und kam dann, glaube ich, 10:30. Weil ich mir dachte, ja, wenn bis um 9 sich keiner meldet, weil abends ist bei mir nicht um 9. Ist dann schon fast spät abends. Weil ich dachte, wir hätten um 8 Uhr gesagt. Nee, es ist nachmittags, abends hieß es. Ich will ja nicht immer abends in die Nacht hineinzocken, sondern eher am Nachmittag anfangen und dann bis abends. Dass man das nicht immer in die ganze Nacht hineingeht. Das wäre mir ja lieber. Dass man einfach mal tagsüber zockt. Ich habe 19:11 Uhr geschrieben, ich bin schon online. Ein paar Lieder? Komm dann gleich. Okay, gut. Also was, da war es 8:02. Und kurz nach 7 war ich schon on. Aber trotzdem müssen wir mal schauen, dass wir eher tagsüber aufnehmen. Ja, aber wie soll das gehen, wenn wir arbeiten? Ja, an einem Samstag halt mal. Und jetzt waren nur so viele Feiertage. Immer mal tagsüber. Weil immer über die Nacht, das ist dann einfach auch, merkst auch, jeder ist müde. Du hast noch geschrieben, 21:43 kommen gleich. Ich weiß ja auch nicht mehr, irgendwas war da. Und 2 Stunden später hast du geschrieben, starte jetzt alles. Also gleich ist nicht, 2 Stunden ist gut mit gleich. Kam da aber nicht noch Fußball? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas mit Maria noch zu Ende geschaut.
War das nicht sogar Fußball? Ich habe halt irgendwas zu Ende geschaut und dann, ja. Ungefähr kam ich irgendwie. Aha! Let it be number two! Congratulations! Isn't this exciting? Yes, we're thrilled! Good! Now, how do you find your purpose in life? Hm? Through, wait for it, passion! Yeah, I still don't see the connection here. Because you've lost your passion, Cody! The passion that lights the path to your purpose in life. Passion, path, purpose, passion, you know, huh? No. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Good mate. Tell him. Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well, I mean, firstly, you never really encouraged me, like, at all. And secondly... Ich kann ja echt mal überlegen, ob wir das Formel 1 dann mal zocken wollen. Ja, vielleicht. Ich muss erst mal gucken, wie die Voraussetzungen sind, aber es wäre schon irgendwie nice. It's my garden. Look how everything has grown. Oh, jetzt sind wir ja wieder im Garten draußen. Ja, aber so was Insektenmäßiges hatten wir doch schon mal. Was Neues. And all thanks to my painstaking groundwork, I might add. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this. Come on. What is that? I didn't plant that. What is it? Yeah. Use your head, and you will understand soon enough. My head. Yeah. Whoa, whoa, Cool. And me. This time you will encourage and support his passion. Yeah. Okay. Cool. Yeah, just watch where you point those things. Yeah, you just watch your head.